Und da sind wir auch schon wieder bei Tales of Symphonia. Nachdem wir im letzten Part uns schon mit Lloyd erfolgreich im Kampf im Kolosseum versucht haben, wollen wir hier natürlich direkt noch einmal weitermachen und das Ganze noch einmal mit Lloyd abschließen, denn wenn man mit irgendeinem beliebigen Charakter den Meistermodus zweimal abschließt, erwartet uns eine kleine Überraschung am Ende. Vorher aber ist mir wieder etwas eingefallen. Wir nehmen Schutzengel doch wieder raus und nehmen uns den schwarzen Onyx, wenn wir ihn denn irgendwo finden sollten. Wir haben auf jeden Fall noch den einen oder anderen in der Hinterhand. Ein Edelstein, der die maximalen KP um 30% erhöht, und dann ist mir die Verteidigung dann doch ein klein wenig egal, wenn wir dafür im Austausch hier mehr Lebensenergie erhalten. So. Und dann wollen wir hier die höchste Klasse noch einmal mit Lloyd bestreiten. Lloyd soll dran teilnehmen, genau. Ich hoffe, wir packen das. Es wird aber ein schwieriger Kampf, mit Sicherheit. Bereit? Ja, wir sind bereit. Wobei, ein Heilungs-Item hätte mir natürlich auch gut gefallen. Ach, hier muss man auf jeden Fall sowieso ziemlich taktisch vorgehen, wenn man denn siegreich sein möchte. Denn die ganzen Kämpfe hier sind nicht zu unterschätzen. Aber ich habe auch nicht umsonst im Kampf gegen Abyssion behauptet, dass diese Nebenquest noch schwerer ist als Abyssion. Weil bei Abyssion durften wir Items benutzen, wir waren nicht alleine. Hier sind wir alleine und Items dürfen wir nicht benutzen. Und ich, Depp, hab sowieso überhaupt gar kein Gefühl für das richtige Blocken und laufe in jeden Angriff, ja, mit einem Freudensprung rein, wie wir hier unten schwer gerade erkennen können. So, dann wollen wir hier nicht allzu viel Schaden erhalten, denn wir können unsere Lebensenergie noch gut gebrauchen. Wir haben Pasta erhalten. Lecker. Na, lecker Schmecker. Der erste Kampf ging natürlich an uns. Das sollte auch nicht das Problemchen für uns darstellen. Eher die letzten Kämpfe hier, beziehungsweise in den ersten Kämpfen nicht ganz so viel Schaden reingedrückt zu bekommen. Einmal hier geblockt und dann die Gunst des Momentes ausgenutzt und den Schildkrötenzerstörer hier erstmal wieder zerstört. Totzilla oder wie auch immer hieß, ist mir doch auch egal. Der zweite Kampf. Ziemlich wenig Schaden wurde uns reingedrückt und hier kommt der dritte Kampf gegen den Rubinodron. Und da haben wir ja eine schöne Taktik im letzten Part rausfinden können. Einfach von hinten die ganze Zeit fiese Attacken gewirkt. So, Heavy Tiger Blade, was ein wenig doof war, denn dadurch, dass er am Boden... Nein, ich konnte nicht mehr Guardian wirken, dadurch, dass er am Boden... am Boden lag... Nein! Ja, durfte er die ganze Zeit wieder hochfahren, da er keinen Rückstoß bekommen hat. Mann, was macht der denn hier? Der hat auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht. Das ist doof. Lloyd gewinnt den dritten Kampf. Das war keine Gefahr für mich. Mann, es ist irgendwie peinlich, so zu reden. In der Tat, Lloyd, dann lass es doch einfach. Hier haben wir wieder den Eiskrieger. So, soll er hier erstmal den ersten Schlag wirken, den wir gekonnt ausgeblockt haben. Und dann, nein, das war ein Fehler, Block. Oh, Scheibenkleister. So, 2000 Lebensenergie haben. Das war... Ach ja, schön. Wir sind gestorben. Scheibenkleister. So, Lloyd, lieg da nicht so faul am Boden rum. Wir rüsten dich jetzt nochmal weiter aus. Schade, Lloyd hat verloren. In der Tat. Verdammt, das war erbärmlich. Es tut mir leid, Lloyd. So, ausrüsten. Wer hat das denn gerade? Wir könnten ihm natürlich auch die Speedstiefel geben. Was hat der Lloyd denn gerade eigentlich? Ja, Feenring brauchen wir, glaube ich, hier ehrlich gesagt gerade nicht. Wer hat denn das Heilungs-Item gerade? Nein, Regal hat gar nichts. Eine heilige Reliquie stellt in regelmäßigen Abständen 3% der maximalen KP wieder her. Klingt gut, geht meiner Meinung nach aber noch besser. Sakralring, 1% der KP, 5% der maximalen KP. Dann nehmen wir, glaube ich, die Reliquie einmal. So, soll Raincourts Agilität nehmen und Lloyd bekommt dann jetzt die Reliquie. Wo haben wir sie denn? Hier nicht. Hier unten ist sie. Könnte ganz gut sein. Und wenn wir den schwarzen Onyx jetzt noch einmal wieder wegnehmen und dafür die Speedstiefel nehmen würden von der Presea, wobei...
Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Dann soll die Professor Rain uns noch einmal bitte wieder vollends teilen, damit wir hier im Kampf denn nun eine Chance haben werden. So, bin ich doch mal gespannt, ob das Heilungs-Item irgendetwas bringt oder ob es eigentlich gar nichts bringt. Höchste Klasse, wir wollen wieder Galt verschwenden, damit dem Maloid natürlich. Und ich habe eigentlich gedacht, wir würden hier unser Galt erhöhen, aber wie wir sehen, verschwenden wir es gerade. Nur das ist natürlich doof. Ja, wir sind bereit. Dann viel Glück, vielen Dank auch. Sodele. Ich glaube nicht, dass wir das mit irgendwelchen anderen Charakteren noch schaffen könnten, außer mit Prestea und Kratos. Denn wie wir sehen, haben wir mit Lloyd hier schon arge Probleme. Vorteil bei Kratos ist, er kann sich zur Not auch nochmal selber heilen, wenn er denn dazu kommen sollte. Aber mit den Erfahrungs-Gemme-Fähigkeiten, mit den Ex-Skills, die ich ihm eigentlich angepasst habe, sollte das doch machbar sein. Verdammt, er blockt! Von zwei Seiten hier, zwei fiese Krieger müssen wir hier besiegen. Das ist natürlich unfair, denn wir sind alleine, sie sind zu zweit. Wir hätten uns ja auch auf Kratos seine Schultern setzen können und sagen können, ja, wir sind ein und dasselbe Wesen. Wir kämpfen immer nur zusammen. So, dann wollen wir hier einmal blocken und erstmal den taktischen Rückzug antreten. Wir sehen gerade, wir wurden geheilt um 187 Punkte. Ist doch auf jeden Fall schön. Dafür, dass wir aber jetzt den Feenring nicht mehr haben, verschwenden wir doch ziemlich viel TP. Dafür, dass das der erste Kampf war, müssen wir ein wenig auf starke Combo-Attacken verzichten. So, hier erst einmal geblockt und dann ganz normal draufgehauen. Nicht zu viele Combo-Attacken, die brauchen wir noch für den letzten Kampf. Hier wurden wir wieder geheilt. Doch, ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Taktik mit der Heilung. Auch wenn wir dadurch nicht ganz so verschwenderisch mit unseren Spezialattacken um uns werfen können. Definitiv die bessere Alternative. Zumindest bisher. Jetzt kommt der dritte Kampf gegen den Rubinodron, der uns eben doch ein klein wenig viel Schaden reingedrückt hat. Der fiese Stinker. So, jetzt wollen wir hier die fiese Taktik einfach wieder die ganze Zeit einsetzen. Und unsere Waffe, der Finsternis, Nebelim, wird mit jedem Kampf stärker. Schön. So, hier sind wir auf jeden Fall auch gut durchgekommen und haben noch einiges an Lebensenergie auf Vorrat. Freut mich doch aktuell gerade sehr. So, jetzt kommt wieder der Eisfuzzi. Hier wollen wir eventuellerweise mit Psytempest einmal über ihn fliegen und dann einmal hier seine Eisklinge in die Schnauze bekommen. Oh, das macht viel Schaden. Viel, auch wenn wir natürlich blocken. Das ist dann doch bei fünfmal... Es summiert sich. So, nein, 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 nein. Und das ist natürlich noch viel schlimmer, wenn wir gar nicht blocken. Badelda, badeldadom. Und jetzt kommt schon der dicke Drache oder fällt der dank der Überraschung aus? Lloyd gewinnt den vierten Kampf. Alles klar, der nächste ist der letzte. Wird heute ein neuer Champion geboren? Mach dich bereit, Lloyd. Es geht los. Die letzte Runde. Der Kampfdrache schon wieder. So, einmal nach hinten springen und Demon Fang und dann, ja, das ist perfekt. Jetzt können wir hinter ihn huschen und dann die ganze Zeit draufhauen, als gäbe es kein Morgen mehr. So, er liegt gen Boden und dann wollen wir, nein, einmal hier zurück und den Rest mit Demon Fang einfach erledigen. So, er blockt zwar, aber macht dennoch einiges an Schaden und bis er hier hinten ankommt, ist er hoffentlich dann schon Geschichte. Nein, stirb doch einfach. Nein, komm nicht näher. Ich habe Angst vor diesem großen Drachen und da macht er die ein oder andere Feuerattacke. Wir haben aber noch Luft nach hinten, konnten einmal zurückspringen und machen einfach weiter. Kostet ja nichts an TP und wir haben ihn besiegt. Zugespammt mit billigen Fernkampfattacken. Aber wenn es funktioniert, warum denn nicht? Wir tragen ja nicht umsonst den Titel Schwert der Schwerter. Lloyd siegt auch in der Meisterklasse. Ich glaube, jetzt langweilt mich die Arena auch schon. Lloyd erhält 40.000 Gold und ein Wiederherstellungsset. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer, bis zum nächsten erbitterten Kampf. Ey, was? Wo ist denn die Überraschung? Ich fühle mich ein klein wenig gerade hintergangen. Es war doch definitiv hier, oder bei der dritten Person, die eventuellerweise irgendwann mal dazustoßen sollte. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist natürlich ärgerlich jetzt.
So, dann wollen wir das Ganze einfach mal mit der Prusaia versuchen. Warum eigentlich nicht? Ausrüsten, die Prusaia. Haben wir denn noch etwas Gutes mit ihr? Ich würde natürlich gerne Diabolo nehmen, aber Prusaia hat noch nicht ganz so viele Gegner besiegt, weswegen hier doch die Ogre-Axt die beste Alternative darstellen sollte. Die Prismenrüstung, haben wir hier denn mittlerweile etwas Besseres? Nee, wollen wir das mal mit Lloyd vergleichen? Sie hat eine Verteidigung von 303 und der starke Lloyd, wo haben wir ihn, hat eine Verteidigung von weniger. Oh, das gefällt mir dann doch. Das gefällt mir definitiv. Wieder zurück zur Prusaia. Bei der Haarnadel haben wir aber doch bestimmt eine bessere Alternative. Ein Magieband, ja, haben wir noch etwas Besseres vielleicht? Nee, nur etwas, was uns schneller machen würde, geringfügig, aber da habe ich dann doch lieber die hohe Verteidigung. Hyperhandschuhe. Eine bessere Verteidigung auf jeden Fall. Sternenfaust. Nehmen wir hier, glaube ich, die Hyperhandschuhe. Vom Abyssion. Speedstiefel können wir eigentlich behalten. Da eine höhere Geschwindigkeit bei Prusaia auf jeden Fall gut ist. Und statt des Kriegers Kriegeramuletts nehmen wir, glaube ich, den schwarzen Onyx oder doch das Heil-Item, was der Lloyd eben hatte. Ich glaube, wir nehmen uns die Reliquie. So, Lloyd, leg mal die Reliquie weg. Vielen Dank. Und Prusaia, du nimmst dir diese jetzt einfach. Kackendreist einmal. Und dann wollen wir sehen, ob wir mit ihr siegreich sein können. In der höchsten Klasse natürlich. Und dadurch würden wir mit der Prusaia auch eine starke Waffe erhalten. Ich glaube, die könnte sogar stärker als das Ogerschwert sein. Wollen wir nochmal in die Techniken schauen gehen. Finite Devastation, Rising Punishment, Eternal Damnation, Beast, Endless Infliction und Deadly Destruction. Ja, klingt eigentlich gerade alles ziemlich gut. Nur mit diesen Fähigkeiten müssen wir doch aufpassen, da die kleine Prusaia danach ziemlich angreifbar ist, da ihre Deckung natürlich vernachlässigt wird über einen längeren Zeitraum. Der Höhepunkt unserer Veranstaltung beginnt in Kürze, die Meisterklasse. Und hier haben wir die Herausforderung, Prusaia Combatier aus Ozet, die den Titel Kleine Dame trägt. Legen wir gleich los, hier kommt der erste Kampf. Uiuiuiui. So, hier wollen wir erstmal gekonnt blocken und dann einfach, hier die ganzen Attacken raushauen, blocken, Prusaia, au, au, au. Das hat ordentlich Schaden gemacht. So, nein. So, ihr fiesen kleinen Stinker werdet hier nicht zum Zuge kommen. Einmal zurück. Eine Fernkampfattacke haben wir leider gerade nicht. Den würde ich gerne mit Endless Infliction jetzt auslöschen. Ey, wie weit fliegt denn der Feuerball? Ich glaube, bei euch hackt es doch wohl. Ey, der lebt ja noch. Scheibenkleister, der lebt ja noch. Der lebt ja noch. So, Eternal Damnation einfach einmal gewirkt und damit hätten wir den Ritter schon mal ausschalten können. Oh, Prusaia bekommt viel Schaden reingedrückt, aber wir erhalten ja auch gar keinen Rückstoß dank ihrer Fähigkeit. So, hier noch einmal geblockt. Ist natürlich ärgerlich hier gerade. So, müssen wir ein klein wenig auf Abstand gehen und uns jetzt hier selbstständig heilen lassen. Ja, komm, trau dich, Momentchen, wo war eigentlich jetzt diese Technik? Rising Punishment war hier. Okay, wenn er jetzt kommt, setzen wir Rising Punishment ein, nachdem er geblockt hat. Nein, nein. Ich glaube, mit Prusaia werden wir das hier nicht schaffen. Definitiv zu hart, das Kolosseum. Ich weiß nicht. Obwohl wir schon Level 72 sind, haben wir kaum eine Chance. Aber kann natürlich auch daran liegen, dass ich ziemlich schlecht im Kämpfen bin. Aber ich glaube, hier wäre es am besten, wenn man Level 100 oder höher hat. Ach ja, ach ja. 328 KP haben wir noch. Das können wir getrost knicken. Schade eigentlich. Das ganze schöne Gold wird jetzt einfach so dahin fließen. Sinnvoll die Toilette runtergespült, haben wir unser Gold. Und wir heilen uns gerade auf 501 immerhin. Sehr nett. So, hier kommt wieder eine kleine Heilung. Totzilla ist zum Glück sehr langsam gerade unterwegs. Willst du nicht mal springen, Totzilla? So, ja, dann hauen wir hier alles raus, was wir haben. Am besten erstmal auf Abstand sollte diese Kreatur gehen. Will sie aber einfach nicht. Sie bleibt hier stehen. Oh, Biest ist so langsam, aber es haut auch ordentlich rein. So, Prusaia, komm, mach ihn fertig. Mit Eternal Damnation hat er keine Chance, hier im Kampfe zu bestehen.
Und noch stehen wir auf jeden Fall hier im Kolosseum und versuchen uns nun einmal am Kampf Nummer 3. Und hier haben wir wieder den Rubinodron und eventuellerweise können wir ihn mit der gleichen Taktik auseinandernehmen, wenn Prisea springen würde. Warum springst du denn nicht, Prisea? Verdammt, mit Prisea komme ich gerade gar nicht auf den Kampfstil klar. Wir treffen ihn nicht. So, da haben wir ihn einmal getroffen, aber er wollte nicht runterkommen. Jetzt ist er hier unten am Boden. Und jetzt bleibt er auch hier unten am Boden, hoffe ich. So, das machen wir natürlich die ganze Zeit weiter. Hoffen, dass die Reliquie uns in der Weile schon einiges an Lebensenergie wiedergegeben hat. So, Prisea, kommt schneller, bevor er hier sich wieder nach oben winden kann. Uiuiui, noch ist das Ganze gerade angenehm. Und ich habe doch wieder einen Funken Hoffnung gewinnen können, der natürlich dann bestimmt im nächsten Kampf wieder eiskalt zerschlagen wird. Zack, down ist er. Wie die Ogre-Axt einfach mal größer ist als Prisea selbst. Prisea gewinnt den dritten Kampf. Meisterklasse, dritter Sieg. Ich bin in der Lage, mit dem nächsten Kampf fortzufahren. Jetzt ist es an der Zeit für den vierten Kampf. Los. Uiuiuiui, ich weiß gerade gar nicht, was wir am besten gegen ihn machen sollten. Einmal hinlaufen und blocken und dann am besten draufhauen und dann blocken und dann wieder draufhauen. Und dann haut er einfach drauf, obwohl wir schon draufgehauen haben. Der unfaire kleine Stinker. Seht ihn euch an. Zack, so. Auf jeden Fall müssen wir nah an ihm dran stehen bleiben. Block Prisea. Boah. Diese Verzögerung nach ihren Angriffen, die ist echt nicht mehr feierlich. Verdammt. Hätte er nicht geblockt, hätte es das gewesen sein können. Wir hätten gar keinen Schaden mehr erhalten. Oh, 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 oh. Er macht viel Schaden. Wie sollen wir denn den letzten Kampf schaffen? Wir haben keine einzige Fernkampfwaffe mit Prisea. So, Endless Infliction soll das Ganze hoffentlich jetzt hier erstmal beenden. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. 646 noch für den letzten Kampf. Es war auf jeden Fall knapp, kann man sagen. Prisea gewinnt den vierten Kampf. Meisterklasse, vierter Sieg. Ich werde auch den nächsten gewinnen. Schön wär's, Prisea. Wird heute ein neuer Champion geboren? Mach dich bereit, Prisea. Es geht los. Die letzte Runde. Alter Falter. Oh, und wir kämpfen hier mit unserem kleinen Hasen. Zack. Oh, 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 oh. Schnell hier durch. Das könnte unsere Rettung sein. Aber ob wir jetzt genügend Schaden machen werden, versuchen wir es einfach mal. Mit Endless Infliction haben wir auf jeden Fall nicht so eine lange Wartezeit, bis wir wieder eine neue Attacke einsetzen können. Und dann, ja, er fliegt wieder hoch. Er macht den gleichen dummen Fehler. Und das werden wir natürlich eiskalt ausnutzen. Und hier wieder Endless Infliction gewirkt. Und dann versuchen wir die ganze Taktik einfach noch einmal. Warum eigentlich nicht? So, fliegst du wieder nach oben? Nee, macht er nicht. Noch steht er da. Ich traue mich aber gerade nicht wirklich anzugreifen. Einmal hier geblockt. Nein, oh, der macht richtig viel Schaden, wie wir sehen. Endless Infliction. Und komm schon, hau ihn kaputt. Und weg und weg und weg, Prisea. Einfach nur noch weg hier. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh, oh. Scheibenkleister. Nein, das war bestimmt zu knapp. Der hatte nur noch ein KP. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Was mich aber noch viel mehr ärgert, dass die eine Überraschung nicht kam, obwohl wir mit Lloyd schon zweimal siegreich waren. Oder habe ich da irgendwie irgendetwas falsch gemacht? Ja. Schon sind wir am Ende. Leider hatte Prisea keine Chance. Damit ist das Turnier beendet. Wir hoffen, du nimmst bald wieder teil. Aber Endless Infliction war auf jeden Fall die beste Attacke. Eventuellerweise könnten wir hier noch etwas reißen. Aber wollen wir das Ganze im nächsten Part erst einmal mit Kratos angehen? Noch haben wir genügend Geld. Und eventuellerweise versuchen wir das Ganze mit Prisea später noch einmal. Aber nach Kratos und Prisea, nee, mit Sheena werde ich das niemals schaffen. Mit Regal das recht nicht. Rain und Genius und Colette können wir auch knicken. Ja, versuchen wir das Ganze mit Kratos noch einmal. Dann noch einmal mit Prisea. Und danach widmen wir uns den Teamkämpfen. Und ich muss mal irgendwie schauen, was hier nicht funktioniert hat. Mit der kleinen Überraschung, von der ich gesprochen habe. Schade eigentlich, aber kann natürlich auch sein, dadurch, dass wir uns für Kratos entschieden haben, dass das Ganze hier nicht mehr funktioniert. Ich
Bin mir gerade unsicher, werde dem Ganzen aber nochmal genauer auf den Zahn fühlen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis denn dann. Ciao.